Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich muss heute so ein bisschen im Schatten stehen, weil es ist so warm draußen. Wir haben es wieder mal 30 Grad, die Sonne brennt. Aber hinter mir habe ich das passende Auto in der passenden Farbe. Es ist der Smart Hashtag One. Ihr seht es in einem Sonnengelb. Und Smart baut ja nicht mehr diese kleinen Wagen. Wenn ihr quasi den Smart noch kennt von früher, wo ihr diesen Zweisitzer hattet, der 2,70 Meter lang war. Das hier ist im Prinzip ein Kompakt-SUV. Diesen Wagen teste ich heute für euch natürlich auf meiner Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven. Und ja, was ist da rausgekommen bei der Kooperation zwischen Mercedes und dem Geely-Konzern? Können die wirklich Autos bauen zusammen? Das finden wir heute raus. Wie effizient ist der Wagen? Was verbraucht er? Und was hält er in der Praxis? Das wird ein spannender Test, also unbedingt dranbleiben. Mercedes möchte sich ja doch irgendwie mehr auf das Premium-Segment konzentrieren und eher so Luxusautos bauen. Da passte Smart irgendwie nicht so ganz in das Produktportfolio. Deswegen haben sie sich wohl einen Partner gesucht, der aber auch Erfahrung mit Premium-Autos hat. Und Geely, der chinesische Hersteller, auch wenn ihr den vielleicht gar nicht kennt, aber die bauen auch Premium-Autos. Denn wisst ihr, wer zu Geely gehört? Also zum Beispiel Volvo, Polestar und auch Lotus. Und jetzt eben auch Smart, zumindest zur Hälfte. Und die Arbeitsteilung zwischen Mercedes und Geely sieht ganz einfach aus. Mercedes ist für das Design zuständig und Geely ist für die Technik, Antrieb, Batterien und das ganze Bauen zuständig. Also ganz einfache Sache. Und Autos bauen können sie. Ich meine, Volvo, Polestar, die sind ja auch von der Verarbeitungsqualität her mit Sicherheit nicht schlecht. Im Gegenteil. Und Lotus, ich meine, das ist ja nun doch irgendwie sowas wie eine Luxusautomarke. Die Erfahrung haben sie natürlich hier auch in den Smart einfließen lassen. Und so ist auch die Verarbeitung hier von dem Auto eigentlich tipptopp. Es gibt so ein paar Abstriche, also außen an den Spaltmaßen. Da gibt es so ein, zwei Dinge, die vielleicht nicht 100% optimal sind. Ja, und hier drin ist eigentlich alles gut verarbeitet. Das Problem ist aber, es ist nahezu 90% Hartplastik. Also sie haben hier zwar kein Klavierlack verbaut, aber dafür haben sie gesagt, dann machen wir es halt nicht schwarz glänzend, sondern machen es weiß matt. Also diese gesamten Türgriffe, das ist alles komplettes Hartplastik. Die sehr wuchtige Mittelkonsole besteht zur Hälfte aus diesem weißen matten Plastik. Das gesamte Armaturenbrett hier vorne, alles dieses Plastik. Das sieht einfach schon mal nicht besonders hochwertig aus, wenn es auch optisch ganz schick und jugendlich gestaltet ist. Also vom Design, da gibt es nichts zu meckern. Aber von der Materialanmutung sieht man sofort, es ist Hartplastik und schon hat man irgendwie schlechte Laune. Zumindest mir geht es so. Das ist aber vielleicht auch eine persönliche Einstellung, denn es gibt so viele schöne Details hier in dem Auto. Also alleine schon die ganze Ambient-Beleuchtung. Das wirkt einfach ziemlich cool. Also auch diese Luftauslassdüsen, die haben hier LEDs drumherum. Jetzt bei Tag sieht man das nicht, aber wenn man zum Beispiel die Temperatur verstellt, dann werden die Luftauslassdüsen blau beleuchtet. Wenn man es wärmer stellt, dann werden sie rot beleuchtet. Also das ist schon sehr pfiffig und ziemlich cool. Macht schon Spaß zuzugucken bei diesen LEDs. Das Lenkrad ist auch schön klein, fasst sich für mich ziemlich gut an. Mit dieser Rille hier sieht es so ein bisschen aus wie beim Fiat 500, finde ich. Auch die Tasten hier sind gut zu bedienen, gut erreichbar. Die Beschriftung von diesem Dunkelgrau auf grauem Silber, das ist etwas suboptimal. Denn wenn die Sonne hier reinscheint, dann kann man die Symbole hier teilweise gar nicht erkennen, weil der Kontrast dann zu schwach ist. Aber es sind richtige Tasten und keine Folien, sehr lobenswert. Was die Software angeht, da hat Geely sich doch ziemlich stark auch an Tesla orientiert. Viele Merkmale, die Kalifornier bieten, die finden sich hier auch wieder. Sowohl in der Funktion als auch in der Benennung zum Beispiel. Kabinenüberhitzungsschutz oder der Haustiermodus, bei Tesla heißt es Hundemodus. Das haben wir hier alles drin, das ist super klasse. Wir haben hier auch Spotify drin, wir haben hier TuneIn drin, also Internet, Radio, WLAN-Konnektivität, Bluetooth natürlich. Man kann alles koppeln, das Handy und so weiter. Das macht schon Spaß zu benutzen und es funktioniert auch super. Der Smart hier, der parkt vollautomatisch ein. Das ist auch eine richtig coole Funktion. Ist ein bisschen langsam, weil er sehr vorsichtig ist. Also als Mensch macht man das, glaube ich, 5-mal schneller. Aber es läuft.
Neben diesem Homescreen hat man auch noch eine App-Liste und man kann sich sogar Apps runterladen aus so einer Art App-Store. Da sind dann auch Spiele dabei. Was hat man denn noch für Apps? Gaming, Media, Productivity oder Navigation kann man sich Apps runterladen. Und im Moment gibt es leider noch nicht so viel Auswahl, aber das kommt ja vielleicht noch. Und der Smart hat natürlich auch eine Ladeplanung, so wie sich das heutzutage gehört. Da wollen wir mal gucken, wie die funktioniert. Müsste ich doch per Sprachsteuerung machen können. Hey Smart! Was möchten Sie als nächstes tun? Navigiere mich nach Berlin. Das habe ich gefunden. Okay, klicke ich drauf. Lass mich dir den Weg zeigen. Also er fragt mich, was möchten Sie als nächstes tun? Und dann lass mich dir den Weg zeigen. Also mal Sie, mal Du. Auch nicht so dolle. Start. Bitte beachten Sie die aktuellen Verkehrsregeln. So, da müsste ich eigentlich jetzt mit diesem Akku nicht mehr hinkommen. Genau, sagt er mir auch. Jetzt bietet er eine neue Route an, um Ladestationen hinzuzufügen. Das hat er jetzt vielleicht schon gemacht. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Und siehe da, ja, es sind zwei Ladestopps eingeplant. Einer in Hamburg und einer kurz vor Berlin. Dann klicken wir mal hier drauf. Seevetal, Ladesäule. Was steht denn da? Kann man dafür Infos bekommen? Muss irgendwie vergrößern. Nee, da steht nur Ladesäule. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Also ich würde mal sagen, so richtig ausgereift ist die Ladeplanung noch nicht. Er plant irgendwelche Ladesäulen ein, aber man weiß nicht welche. Was ich aber auch sehr schön finde, ist zum Beispiel hier die Reichweitenanzeige. Wenn man hier auf dieses Kreissymbol drückt, das erschließt sich jetzt nicht von alleine, muss man mal drauf drücken, dann sieht man hier meinen Reichweitenkreis, wie weit ich mit diesem Akku jetzt noch komme. Und da gibt es einen grünen Bereich, das heißt, bis dahin komme ich auf jeden Fall. Und dann gibt es einen gelben Bereich, das heißt, Reichweite möglicherweise unzureichend. Das heißt, wenn ich zu schnell fahre, dann erreiche ich den gelben Bereich nicht. Das ist ganz schön gemacht, finde ich. Sowas wünsche ich mir in jedem Auto. Alles in allem muss man aber sagen, die Software ist sehr, sehr gelungen. Sie ist zwar noch ausbaufähig, aber jetzt haben wir ja erst die Version 1.0.3 hier drauf. Es gibt auch schon eine neuere Version, wird mir leider jetzt aber noch nicht over the air zum Update angeboten, obwohl es das eigentlich machen müsste, aber im Moment ist es nicht so. Jedenfalls gibt es hier natürlich noch so ein paar Kinken drin, also einige Übersetzungen sind ein bisschen komisch. Es gibt tatsächlich Schreibfehler, also hier zum Beispiel bei den Fahrzeugeinstellungen, bei Lenkrad, Winkelwarnung, Fahrer ohne H. Hüstel. Na gut, Übersetzungsfehler, Schreibfehler, was auch immer, ist durch die Qualitätskontrolle gerutscht. Wer liest sich denn schon die ganzen Texte durch? Völlig klar. Bedient sich aber alles relativ flott. Auch das Navigationssystem ist relativ flüssig. Die Kartendarstellung, ja, reagiert gut. Es gibt leider keine Satellitenansicht. Was ich auch nicht ganz so schön finde, ist, dass die Route wieder in grün dargestellt wird. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch Verkehrsaufkommen in verschiedenen Farben. Da ist normalerweise grün immer für Verkehrsfluss ist normal und gelb und rot für Zähfließen oder Stau. Hier geht es dann so ein bisschen unter, weil die Route selber grün ist. Da fände ich es besser, wenn die Route in blau wäre oder so, wie das in vielen anderen Navis der Fall ist. Außerdem haben wir hier sehr viel grün und gelb und beige auf der Karte, sodass das von den Kontrasten her manchmal ein bisschen schlechter ablesbar ist. Das ist aber jetzt hier Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben hier in der Mittelkonsole eine induktive Ladeschale, zwei USB-C-Stecker, dann haben wir hier noch zwei Cupholder und ein, ja, so ein Fach, wo ich das Handy so schräg reinstellen kann. Hochkant passt es auch. Hier wird es aber nicht geladen, sondern nur hier unten, so. Und dann haben wir noch hier ein Fach, was sogar klimatisiert ist. Das ist gekühlt und das kann man einstellen, in welcher Temperatur. Und das ist doch auch mal wieder richtig smart. Auch haben wir hier noch einen Kartenhalter für eine Ladekarte. Die verschwindet hier dann drin, geht dann der Deckel noch zu. Und dann ist alles weg. Also richtig gut gemacht. Kommen wir mal zum Kofferraum. Der ist leider nicht besonders groß. Wir haben hier nur 313 Liter drin. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir hier so eine Art, ja, Audioanlage drin haben von Beats. Die nimmt noch 10 Liter weg. Und man kann die Sitze umklappen, dann sind es ungefähr 935 Liter. Aber die 313 Liter so sind natürlich schon ein bisschen knapp. Und dann müssen wir eben testen, ob hier überhaupt ein Hund reingeht. Meiler, komm mal her. Ne? Ja, von der Fläche her passt das schon mal. Die Kopfhöhe sieht auch gut aus, aber viel bewegen kannst du dich dann nicht, wenn ich die Klappe zumache. Ne? Ja, es passt aber trotzdem erstaunlich gut. Für kurze Strecken könnte das gehen.
Oh, geht doch, Myla, oder? Was meinst du? Kannst du dich hinlegen? Leg dich mal hin. Boah, drehen ist schlecht, ne? Das geht aber, ne? So, jetzt entlassen wir dich mal wieder. Ist auch ziemlich warm da drin, ne? Alles klar, so fein gemacht. Jetzt darfst du rauskommen. Neben dem Kofferraum von 313 Liter haben wir noch einen kleinen Frunk. Man glaubt es kaum, sie haben es geschafft. Dazu muss ich hier zweimal am Hebel ziehen. Und dann kann ich vorne die sogenannte Motorhaube öffnen. Haubenlifter, tada, hat auch nicht jedes Auto. Und hier ist ein kleiner Kasten, ein kleines Fach. Ja, sage und schreibe 15 Liter. Und was passt da rein? Das Notladekabel. Ja, das ist allerdings auch echt ein Ladeziegel, der verdient den Namen. Jetzt muss man das Ganze nur wieder zukriegen. Das gestaltet sich jetzt etwas schwieriger. Ja, es geht nicht zu. Wie haben Sie das denn da reingekriegt? Notladekabel rausnehmen ist ja ganz einfach, aber das wieder rein zu tun und dann die Klappe wieder zuzukriegen, ist echt viel schwieriger. Dann würde ich sagen, kann es jetzt losgehen. Wir starten auf unserer Reichweitenstrecke. Wir haben noch 324 Kilometer angezeigte Reichweite bei 89% Akku. Dann würde ich sagen, starten wir. Ja, und der Hashtag One hat einen schönen kleinen Wendekreis, kommt hier super aus der Einfahrt. So muss das. Vielleicht erinnert euch noch an den Test von dem Jeep Avenger, dieser Blinker-Sound, den der hatte. Das ist doch im Prinzip eine Beatbox. Der Smart, der hat einen Blinker-Sound, den hört man nicht. Also, wenn man fährt, also es ist völlig lautlos. Also ein ganz leichtes Klick-Klack, aber das hört man wirklich nur, wenn man steht. Und im Fahren ist es nicht zu merken. Das hat den Vorteil, es nervt nicht, aber es hat auch einen ganz großen Nachteil. Man merkt einfach nicht so richtig, dass der Blinker noch an ist. Und mir ist das jetzt schon x-mal passiert, dass ich aus Versehen in meiner Bräsigkeit den Blinker noch an hatte, minutenlang, und ich habe es nicht gemerkt. Fahrwerksabstimmung beim Smart Hashtag One ist ja so ein bisschen sportlicher, würde ich mal sagen. So ganz auf Komfort ist er nicht getrimmt. Also hier die Kulideckel, die merkt man doch deutlich. Aber ansonsten ist es doch sehr ausgewogen. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es sind wirklich so ein paar Dinge, die hier so ein bisschen eigen sind im Smart. Also zum Beispiel die Rekuperation. Ich kann sie einstellen zwischen Standard und Stark. Es ist dann beim Stark auch richtig deutlich zu spüren, dass er rekuperiert. Aber ich nehme jetzt Gas weg und er rekuperiert erst irgendwie eine Gedenksekunde später. Das heißt, er fängt irgendwie erst eine Sekunde, nachdem ich das Gaspedal losgelassen habe, an zu rekuperieren und nicht sofort. Also das ist wirklich sehr komisch. Und dann kann man noch auf dieses iPedal stellen. Und wenn man das macht, dann muss man jedes Mal eine Meldung 10 Sekunden lang abwarten, die einen darüber informiert, was dieses iPedal jetzt eigentlich bedeutet. Also einmal ist okay, gelesen, weggedrückt, gespeichert im Profil, nie wieder gesehen. Aber jedes Mal, also das versteht wirklich nur der Software-Ingenieur. Man kann ja auch einen Fahrsound einstellen, aber zum Glück kann man ihn auch ausstellen, dann ist hier auch Ruhe. Ansonsten dieser künstliche AVA-Sound, man hört ihn ganz, ganz dezent von innen, wenn man unter 20 km/h fährt. Jo, da bin ich doch tatsächlich wieder allen an der Ampel davongefahren. Ja, der Smart ist wirklich sehr spritzig. Der hat 200 kW, das sind 272 PS und ein Drehmoment von 343 Newtonmeter. Hier ist dann schon die nächste Ampel wieder. Also der Sprint macht da wirklich Spaß. Und das Gute ist, er ist nicht wie so viele andere Fahrzeuge dieser Klasse bei 160 abgeregelt. Nein, er fährt bis zu 180 km/h. Das ist mal eine Ansage. Wir haben es jetzt schon 28 Grad und es ist gerade mal irgendwie so 11 Uhr morgens. Da bin ich mal gespannt. Also heute wird es richtig, richtig heiß. Ja, Bedingungen sind eigentlich ziemlich gut, wobei es schon fast wieder zu heiß, finde ich. Und jetzt muss der Smart mal zeigen, was er kann. Jetzt geht es natürlich auf die Autobahn. Wir fahren 130 Kilometer mit Tempo 130. Soll ja recht effizient sein, der Wagen. Da bin ich mal gespannt.
Geräuschniveau hier mit den 19 Zoll Reifen auf der Autobahn ist so mittelmäßig. Besonders leise ist der Smart irgendwie nicht. Hat auch keine Doppelverglasung hier, aber man hört hier weniger Windgeräusche tatsächlich, sondern hauptsächlich dieses Reifengeräusch. Da ist das Fahrwerk irgendwie vom Chassis nicht so gut entkoppelt. Das erinnert mich doch relativ stark an das Model Y oder das Model 3. Da hört man auch hauptsächlich Reifengeräusche und weniger Wind. Das ist hier genauso. Und es könnte wirklich leiser sein, muss ich echt sagen. Und die Assistenzsysteme hier im Smart sind wirklich sehr gut. Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, Totwinkelwarner, alles drin natürlich. Querverkehrswarner, Notbremsassistent und. Und gerade hier dieser Autopilot in Anführungsstrichen, der erinnert mich doch sehr, sehr stark an Tesla. Allein schon, wie sich das ganze Lenkrad verhält. Es rastet auch so ein bisschen ein. Das ist ja bei Tesla auch so. Das heißt, wenn der Autopilot aktiviert ist, also hier Spurhalteassistent, dann kann man das Lenkrad nicht wirklich bewegen. Man muss einen kleinen Widerstand überwinden. Der ist aber nicht so groß wie bei Tesla, sondern kleiner. Dadurch ruckelt es dann nicht so, wenn man diesen Widerstand überwindet, sondern geht dann doch etwas flüssiger. Und gerade wenn man blinkt, dann ist dieser Widerstand eigentlich weg und man kann einfach so die Spur wechseln. Er hat auch einen Spurwechselassistent. Alles ein- und ausschaltbar natürlich. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ab und zu jedoch, da ist dieser Spurhalteassistent ja so ein bisschen irritiert, gerade wenn es dann irgendwie Abfahrten gibt an der Autobahn. Da habe ich schon gehabt, da ging es im Prinzip rechts raus, ich wollte aber die Spur geradeaus weiterfahren und er zog einfach unvermittelt nach rechts, weil er dachte, ja, da ist doch die Fahrbahn, die geht doch nach rechts. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, das ist mir jetzt zweimal passiert und das ist natürlich alles andere als cool. Und jetzt ist hier freigegeben, wir fahren Tempo 130 und 130 ist auch das Stichwort, weil bis dahin und nicht weiter reicht der Tempomat und auch der Spurhalteassistent. Schneller will er nicht, das kann man einfach so nicht einstellen. Zumindest habe ich keine Einstellung gefunden, wo man das irgendwie überschreiben könnte. Jetzt ist es mir schon wieder passiert, ich habe geblinkt, weil ich die Spur gewechselt habe und irgendwie dieser Blinker, der rastet auch nicht immer so von selber wieder zurück und er blinkte und blinkte und ich war die ganze Zeit auf der rechten Spur. Das ist schon echt blöd. Also Bedingungen heute sind wirklich gut, es ist auch komplett windstill, die Windräder, die stehen, drehen sich nicht, also beste Testbedingungen würde ich sagen. Ja, Geräuschkulisse jetzt bei 130 ist doch ein bisschen sehr laut. Also ich finde, es dröhnt hier hauptsächlich, also sehr niederfrequente Schwingungen. Ob das von den Reifen kommt, also vielleicht sind die nicht ganz perfekt ausgewuchtet. Also irgendwie vibriert es hier so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz normal. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man sieht es auch am Lenkrad. Wenn der Spurhalteassistent an ist, das ganze Lenkrad vibriert ständig. Also ganz, ganz leicht. Ja, müssen die Reifen sein. Ja, und der Wagen wird ja in China gebaut und irgendwie ist es ja so, dass die meisten asiatischen Autos doch relativ mitteilsam sind. Und so ist es hier auch beim Smart. Wir haben hier so einen Aufmerksamkeitsassistent, das ist hier hinterm Lenkrad so Kameras. Die beobachten einen ständig und wenn man so ein bisschen den Blick abwendet von der Straße, oder auch nur das verdeckt ist, weil das Lenkrad zu hoch gestellt ist, dann bimmelt er ständig und sagt, man ist nicht aufmerksam. Und das ist wirklich sehr, sehr nervig. Das kann man auch nicht dauerhaft abschalten. Das ist immer an, mehr oder weniger. Außer man schaltet es dann manuell bei jeder Fahrt ab. Und solche Sachen finde ich doch ein bisschen blöd. Auch wenn ich die Geschwindigkeit überschreite. Ich kann eine Toleranz einstellen, aber irgendwann ist auch die Toleranz vielleicht mal überschritten. 4-5 km/h zu schnell, passiert ja relativ leicht. Dann werde ich akustisch gewarnt, nicht nur mit einem Ton, sondern er sagt mir quasi auch, dass ich die Geschwindigkeit gerade überschreite, also der Sprachassistent. Und das nicht einmal, nein, er sagt es mir immer zweimal. Aber ich habe es ja schon beim ersten Mal gehört, also verstehe ich auch irgendwie nicht. Und schon wieder blinke ich die ganze Zeit, weil ich die Spur gewechselt habe. Also irgendwie nervt das wirklich auch, dass man diesen Blinker nicht hören kann. Also Sitzkomfort ist hier auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Die Sitze sehen zwar aus wie Leder, ist aber Kunstleder. Was ich optisch sehr schön finde, ist, dass die so perforiert sind, also Löcher haben. Könnte man meinen, sie wären belüftet, sind sie aber leider nicht. Aber Sitzheizung ist natürlich drin. Aber vom Formfaktor finde ich die Sitze sehr schön. Auch das Material, das fasst sich sehr schön weich an.
Also selten ein Kunstleder gesehen, was so nah am Leder ist wie das hier. Und jetzt sind wir knapp 40 Kilometer gefahren und wie ist der Zwischenstand? Ja, wir liegen bei 20,3 Kilowattstunden. Das ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Durch diese sehr wuchtige Mittelkonsole, die so ein bisschen typisch Mercedes hier komplett ins Armaturenbrett übergeht, das sieht ja auch fast ein bisschen aus wie in der C-Klasse oder im EQS, also zumindest von der Form her, da haben die, ist den Mercedes-Designern leider wohl irgendwie nichts Besseres wieder eingefallen, als immer das Gleiche zu machen. Dadurch ist man hier doch in diesem kleineren Auto relativ eingeengt. Bei diesen großen Mercedesen, die auch viel breiter sind, da mag das passen, aber hier, da finde ich es nicht schön. Und durch diese Rundung hier von der Mittelkonsole, da stößt man mit dem Knie hier auch ständig dran. Okay, es ist zwar rund und nicht eckig, aber es ist doch ziemlich hart hier. Und dadurch, dass das doch relativ eng ist, hat man, was die Beinfreiheit angeht, hier nicht so viel Spielraum. Und es drückt schon am Knie. Wenn ich das Knie hier gegenlehne auf Dauer, da drückt es einfach. Das ist vom Fahrkomfort für mich her, ehrlich gesagt, sehr unschön. Wir sind jetzt gleich 60 Kilometer unterwegs, 20,3 Kilowattstunden im Durchschnitt und da hinten kommt wieder die Ausfahrt und da machen wir natürlich die Wende und dann geht's auf die Rücktour. Wir sind am Wendepunkt angekommen, nach 65 Kilometer laut Anzeige und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,0. Das ist noch im Rahmen, würde ich sagen. Ich hatte es mir ein bisschen niedriger vorgestellt, aber geht noch. So, jetzt drehen wir hier um, können quasi ohne anzuhalten durchfahren und fahren jetzt wieder zurück nach Bremen. Wenn ich jetzt ganz viel gemeckert habe, ist natürlich so, dass das Fahren hier mit dem Smart Hashtag One total Spaß macht. Der Wagen ist unheimlich handlich, er ist sehr agil, beschleunigt wirklich sehr durchzugsstark, fährt auch mit 180 km/h, wie gesagt, relativ schnell auf der Autobahn, wenn man möchte. Der Preis hier vom Smart ist ja mit 42.600 in der Pro Plus Basisversion auch nicht gerade klein. Da geht zwar noch ein bisschen Förderung runter, aber nächstes Jahr sinkt die ja zum Beispiel wieder. Also da gibt es Konkurrenzmodelle, die bieten für das gleiche Geld möglicherweise mehr, je nachdem, was man für Ansprüche hat. Ne? Sei es der Stauraum zum Beispiel, der Fahrkomfort, das Infotainment-System. Da gibt es halt Licht und Schatten. Und hier gerade beim Infotainment-System, das ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht, reagiert sehr zügig. Die Oberfläche ist unglaublich verspielt. Trotzdem gibt es hier so ein paar Sachen, finde ich, die gehen für so ein Auto in der Preisklasse eigentlich nicht. Zumal, wenn da auch der Name Mercedes dran steht, zumindest im Kleingedruckten. Software ist ja, wie gesagt, immer updatefähig. Hier beim Smart sogar over the air. Es gibt auch ein Software-Update, das ist nicht der aktuelle Stand. Ich habe die 1.03 drauf und es gibt, glaube ich, die 1.1 irgendwas jetzt schon. Wenn ich aber nach Update suche, dann sagt mir die Software hier, die sei auf dem neuesten Stand. Also irgendwie versteht man das auch wieder nicht. Und kurzer Zwischenstand nach 85 Kilometer Fahrt. Wir sind bei 19,6 Kilowattstunden. Ist also ein bisschen gesunken auf der Rückfahrt. Also das sieht doch ganz gut aus. Und man kann hier sogar eine Anhängerkupplung mit bestellen. Und dann kann man Anhänger mit bis zu 1600 Kilogramm Gewicht hinten dran hängen. Falls ihr auch mal Smart Hashtag One fahren wollt, dann könnt ihr diesen Wagen hier, in dem ich hier sitze, übrigens auch mieten, auch kurzzeitig für einen Tag oder so. Ich habe den Wagen nämlich hier von einer kleinen Autovermietung, ganz klein, sie haben glaube ich 3 oder 4 Autos, EWI elektrisch heißen sie. Ich verlinke euch mal die Website hier unten in der Videobeschreibung, klickt da mal drauf und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr dort ein Auto mieten, zum Beispiel auch diesen Smart. Kann ich euch nur empfehlen, denn es macht total Spaß, diesen Wagen zu fahren. Also eine kurze Spritztour am Wochenende, warum nicht?
Ein richtig cooles Feature hier beim Smart ist übrigens die Ladeleistung, denn der hat hier standardmäßig, nicht aufpreispflichtig, 22 kW AC. Ich meine, die wenigsten Autos können das, vielleicht ein paar auch aus dem Stellantis-Konzern oder durch Aufpreis, aber hier ist es Serie. 22 kW AC ist doch richtig klasse. Und sogar DC ist die Ladeleistung hier mit 150 kW gar nicht mal schlecht. Das testen wir nachher übrigens nochmal aus. Ich fahre natürlich wieder mal einen Schnelllader. Ob er das wirklich hält, also 20 bis 30 Minuten von 10% auf 80% sollten eigentlich drin sein. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Wir sind gerade mal 100 Kilometer unterwegs und haben jetzt wieder 20,2 Kilowattstunden. Also pendelt sich immer wieder bei den 20 Kilowattstunden ein. Und wir haben noch 190 Kilometer Restreichweite. Die Reichweitenanzeige hier ist also relativ genau, kann man sagen. 10% Abweichung im Moment. Damit kann man leben. Und was haben wir für einen Prozent Akkustand? 59%. Ja, wir sind von 89% gestartet. Also 30% verbraucht nach 100 Kilometer. Spricht für eine Reichweite von um die 300 Kilometer. Ja, das hört sich doch gut an. Sind wir bei 120 Kilometer gefahrener Strecke, genau 20,0 Kilowattstunden. Wir sind nicht mehr lange auf der Autobahn, wir fahren gleich wieder ab. Und dann schauen wir mal auf den Endstand, wenn wir zu Hause angekommen sind. Ich bin gespannt. Wir sind wieder angekommen nach 130,2 Kilometer laut Tachoanzeige und wir haben einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 19,4 Kilowattstunden auf meiner Teststrecke. Das ist doch jetzt in der Gesamtbetrachtung ein ganz akzeptabler Wert für die Größe dieses Autos. Restreichweite jetzt sind noch 154 Kilometer. Und wir haben 37% Akkuverbrauch, denn der Akkustand ist jetzt bei 52. Gestartet sind wir ja von 89. Das heißt 37% verbraucht für 130 Kilometer Strecke. Das wären dann ja eine Gesamtreichweite von 350 Kilometer. Zumindest bei dem Wetter wie heute und der Fahrweise wie heute. Das ist ja schon mal eine Ansage für so ein Auto. Respekt, Smart! So, jetzt will ich den Akku noch ein bisschen runterfahren. Wir sind ja noch bei 52%. Ich will so zwischen 10% und 20% landen. Dazu muss ich noch mal ein bisschen Vollgas geben. Und dann gucken wir mal, wie schnell er lädt, ob er die 150 kW wirklich bekommt. Ich bin gespannt.
mit 11% angekommen und wir haben in der Spitze mit 155 kW geladen. Also alles top hier, Versprechen erfüllt. Der Smart, der fährt nicht nur schnell, der lädt auch noch schnell. Ja, überhaupt ist dieses Auto eigentlich von hinten bis vorne richtig cool. Es gibt leider ein paar Schönheitsfehler, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal vielleicht das, was mir wirklich sehr gut gefällt. Also da ist ganz vorne natürlich das Design, weil ich finde, vom optischen her, von außen sieht er richtig cool aus. Es gibt auch wunderschöne Farbkombinationen, immer oft mit schwarzem Dach oder zumindest Kontrastfarbe am Dach. Und dieses Gelb mit dem schwarzen Dach, das kommt auch richtig knallig, muss man mögen, aber damit fällt man auf jeden Fall auf. Überhaupt spricht eigentlich dieser Wagen so mehr die jugendliche Zielgruppe an. Zumindest ist das so mein Eindruck. Das setzt sich auch hier im Innenraum fort. Das Interieur sieht vom Design her eigentlich auch richtig schön aus. Mir gefällt das sehr gut. Auch das große 12,8 Zoll Infotainment Display. Richtig klasse. Das kleine schmale Lenkrad Display sehr, sehr nützlich. Super gut ablesbar. Echt gute Kontraste. Knackscharf. Head-Up-Display vorhanden, wie gesagt, also Dinge, die man sonst auch eher so in Oberklasse-Autos sieht, sind hier wirklich in diesem Smart alle drin. Auch die ganze Ausstattung mit den zahlreichen Assistenzsystemen, das Panoramaglasdach, die schönen Ledersitze, das ist alles wirklich sehr, sehr schön und gefällt mir wunderbar. Man sitzt hier auch gut. Allerdings kommt jetzt gleich die Einschränkung, wo es auch schon in Richtung Kritik geht. Interieur ist halt leider alles Hartplastik und man sieht es auch. Das ist das große Problem. Es sieht zwar optisch ganz nett vom Design aus, aber von der Materialauswahl finde ich es eher so ein bisschen abturnt, muss ich sagen. Vor allem auch dieses hellgrau, dieses große Plastik hier überall, was sich quasi einmal quer um den Fahrer zieht, das ist irgendwie nicht so meins. Das hätte ich mir ein bisschen hochwertiger gewünscht. Auch diese wuchtige Mittelkonsole, finde ich, die nimmt diesem Wagen einfach unheimlich viel Raum. Und gerade ich stoße mit meinem Knie hier immer an diese Kante beim Fahren. Und das ist auf Dauer doch echt tatsächlich schmerzhaft. Also jetzt nach dieser anderthalb Stunden Probefahrt, da tat mir doch tatsächlich mein Knie weh. Und das muss doch nicht sein im Auto. Aber Geely kann gute Autos bauen, das haben sie bei anderen Marken auch schon bewiesen und das setzt sich hier beim Smart eigentlich auch fort. Also viel zu kritisieren gibt es da nicht, also auch nicht an der Verarbeitung. Blöd irgendwie nur, dass man hier mit so einem Hebel das irgendwie zweimal ziehen und dann entriegelt man diese Wartungsklappe, nenne ich sie mal, also Motorhaube. Das ist alles ein bisschen umständlich. Warum hat man das nicht auch per Software gemacht, wo man sich doch hier sonst bei der Software sehr stark an Tesla orientiert hat? Also man kann hier auch die Heckklappe per Software öffnen. All solche Sachen, aber die Motorhaube per Software öffnen, das war dann irgendwie nicht drin, weil wenn ich schon einen Frunk habe und da eventuell mein Ladekabel verstaue, dann will ich da ja vielleicht einmal, zweimal die Woche oder sogar täglich, wenn ich zu Hause immer lade abends, will ich da vielleicht ran. Und das ist dann doch irgendwie ein bisschen umständlich. Ja, Software ansonsten. Also ich finde die Software tatsächlich richtig gut. Dennoch sind manche Funktionen so versteckt, dass ich nicht genau weiß, wie erreiche ich die jetzt nochmal. Ist jetzt zum Beispiel keine Einstellung. Also ich weiß zum Beispiel nicht genau immer auf Anhieb, wie komme ich jetzt nochmal zu meinen Ladedaten bzw. Verbrauchswerten. Kann ich zwar im Trip hier auf dem Tacho-Display einstellen, aber wenn ich hier auf diesem Zentralbildschirm bin, dann weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Das Auto mit den Einstellungen ist es nicht. Hier sind so Shortcuts, die gibt es übrigens an vielen Stellen. Hier runterziehen, na, runterziehen ist es irgendwie auch nicht. Da gibt es auch nochmal Shortcuts, wie man irgendwas machen kann. Also Fenster schließen, Spiegel einklappen, Leselicht, Belüftung etc., ambiente Beleuchtung und so. Nein, ich muss auf die Apps drücken und da habe ich dann eine Energie-App und da kann ich drauf drücken. Ja, es sind so verschiedene Wege, die nach Rom führen und verschiedene Bedienkonzepte. Das hätte ich mir irgendwie konsistenter gewünscht. Also auf der einen Seite diese, ne, das war es wieder nicht. Da muss ich hin. Auf der einen Seite habe ich ein Auto auf dem Display, dann habe ich ein Auto hier in dieser festen Shortcut-Leiste mit Einstellungen. Hier kann ich was rauf und runter scrollen und hier verschiedene Einstellungsebenen aufrufen. Dann habe ich aber noch meine Apps. Da kann ich irgendwas aufrufen, dann habe ich mein Homescreen, dann habe ich die Navigation natürlich und die Medien. Das ist alles noch nicht so konsistent. Da müsste man eventuell noch mal ein bisschen dran feilen. Geschwindigkeitsmäßig ist die Bedienung total flüssig. Beim Navi würde ich mir wünschen, dass die Karte vielleicht ein bisschen flüssiger reagiert.
Ich hätte mir hier auch irgendwie noch so ein paar Widgets gewünscht, die ich hier alternativ einblenden kann, zusammen mit der Karte, zum Beispiel meine Verbrauchsanzeige. Da geht das, glaube ich, nicht. Nicht, dass ich wüsste, wie. Vielleicht geht es ja irgendwie, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, was haben wir noch? Ladeplanung, genau. Ha, die Ladeplanung in dieser Software, Version 1.0.3. Ja, Ladeplanung. Also es werden einem Ladestopps angezeigt, dann steht da Ladestation, aber weder kann ich filtern, noch sehe ich, was das überhaupt für eine Ladestation ist. Ich denke, das wird in der nächsten Softwareversion verbessert. Updates müsste ich eigentlich kriegen, weil es gibt schon neue Versionen, aber er zeigt mir keine Updates an. Und ansonsten haben wir hier chinesische Software in deutscher Übersetzung. Leider Gottes doch den ein oder anderen, ja, Schreibfehler oder Übersetzungsfehler. Dann gibt es auch bei den Sprachansagen des Navis einige Skurrilitäten. Also jetzt gerade, wo ich von Bremen hier nach Goldbach gefahren bin, das liegt ja in Niedersachsen, an der Bundeslandgrenze sagte das Navi mir: Einreise nach Lower Saxony. Bitte nehmen Sie die Rechtsfahrspur. Dann erreichen Sie das Ziel erreicht. Es ist auf der Rechtsseite gleich. Sie haben das Ziel erreicht. Es ist auf der Rechtsseite. Vielen Dank fürs Fahren. Ja, und noch viele andere Kleinigkeiten, die das Navi immer wieder sagt. Das kann man ja auch irgendwie als skurril oder im besten Fall sogar als charmant bezeichnen. Ich finde es nur erstmal ein bisschen nervig, aber gut, das ist Software. Software ist geduldig. Das nächste Software-Update kommt bestimmt. Und da wird es mit Sicherheit noch verbessert. Da bin ich hundertprozentig sicher. Auch nicht ganz so glücklich gelöst ist hier zum Beispiel im Tacho-Display, dass ich da zwar sehe beim Laden, dass ich DC mit, keine Ahnung, 31 Ampere und 408 Volt lade, aber die Ladeleistung, die wird mir nicht angezeigt. Was interessieren mich die Amperes oder die Spannung? Nein, ich will die Ladeleistung wissen. Fürs nächste Update könnt ihr vielleicht da die KW hinschreiben, das wäre doch echt nett. Ein großer Wermutstropfen hier beim Smart ist mit Sicherheit der Preis. Denn wenn der Wagen ein bisschen günstiger wäre, dann würde der weggehen wie warme Semmeln. Weil diese 42.600 in der Basisversion hier, die Pro Plus Variante, bei Pro Plus klingt gar nicht so nach Basis. Wofür steht jetzt nochmal das Plus? Und dann haben wir noch Pro drin. Suggeriert natürlich schon mal irgendwie mehr. Aber das ist die Basisvariante. Und dann diese Variante, in der ich hier sitze, das ist mit einer besseren Ausstattung, die kostet dann eher so 48.000. Dann gibt es noch die Brabus-Version, dann liegen wir knapp 50. Also da ist der Preis dafür, dass der Wagen halt aus China kommt, doch ganz schön happig, muss ich sagen. Und wenn es, wie gesagt, etwas günstiger wäre, dann würden sie hiervon viel, viel mehr verkaufen. Also schaut euch den Smart Hashtag One unbedingt an. Es gibt ja mittlerweile schon den Hashtag 3. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, und das war's von mir für dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.